Corazon ist ein Pokémon mit den Typen Wasser und Gestein, existiert seit der 2. Spielgeneration und seit der 8. Spielgeneration, besitzt es eine Regionalform namens Galacorazon, in der es den Typen Geist annimmt. Galacorazon kann sich dann wiederum zu Gorgason weiterentwickeln. Corazon ist ein eher kleines Pokémon, das an Korallen erinnert. Sein rundlicher rosafarbener Körper steht auf weißen kurzen Beinen und zeichnet sich durch ein friedliches Gesicht und vor allem durch wunderschöne Korallenäste aus, die aus seinem Körper wachsen. In seiner Shiny-Form sind dann die pinken Bereiche hellblau gefärbt. Galacorazons Körper ist dagegen ausgeblichen und weiß, während es eine graue, fleckige Körperunterseite aufweist. In seiner Shiny-Form nimmt es dann einen nochmal dunkleren Grauton an. Corazon nutzt eher Attacken der Schadensklasse Spezial. Der Großteil des Movepools gehören Attacken seines Wassers, seiner Typen Wasser und Gestein an, wie Antikraft, Blubstrahl und Juwelenkraft. Die wohl besonderste Attacke, die es verwendet, ist Spiegelcape. Eine mögliche Fähigkeit ist Übereifer, die den physischen Angriffswert um 50% erhöht, dafür aber die Genauigkeit um 20% reduziert. Die Fähigkeit Innere Kraft heilt alle Statusprobleme des Pokémon, wenn es ausgetauscht wird. Und die versteckte Fähigkeit ist Belebekraft, wodurch ein Drittel der maximalen Kraftpunkte wiederhergestellt wird, wenn das Pokémon ausgetauscht wird. Auch Galacorazon nutzt hauptsächlich spezielle Attacken. Attacken seines Geisttyps sind dann zum Beispiel Bürde und Nachtnebel. Außerdem nutzt es wie das Johto-Corazon Spiegelcape als besondere Attacke und zudem zwei Gesteinsangriffe mit Antikraft und Juwelenkraft. Seine Fähigkeit ist Bruchrüstung, wodurch bei physischen Gegentreffern die Initiative um 2 Stufen steigt, dafür aber die Verteidigung um 1 Stufe sinkt. Die versteckte Fähigkeit ist Tastfluch, die mit einer 30%igen Wahrscheinlichkeit gegnerische Attacken blockiert. Corazon lebt in warmen Gewässern der Südmeere. Dabei schließen sie sich in riesigen Gruppen zusammen, die Inseln von solcher Größe bilden können, dass sich gar Menschen darauf ansiedeln können. Diese Riffe aus Corazon bieten Lebensraum für viele Pokémon. Corazon filtert über seine Haut Nährstoffe aus dem Wasser und kann daher nur in besonders sauberen Gewässern überleben. Verschmutztes Wasser führt dazu, dass es ausbleicht und seine Äste spröde und schlaff werden. Auch wenn die Wassertemperaturen fallen, wandert es in südlichere Gefilde ab und die Exemplare in der Alola-Region sind aufgrund der hervorragenden Lebensbedingungen für ihre intensiven Farben bekannt. Corazon häutet sich, wenn es wächst und wirft immer wieder Korallenarme ab. Solche Bruchstücke gelten als wertvolle Schmuckstücke und sind bei Sammlern beliebt, da sie im Sonnenlicht in allen Farben des Regenbogens schillern. Besonders schöne Exemplare gelten als Glücksbringer für Geburten und innerhalb weniger Tage bildet Corazon neue Äste aus. In Alola hat das Korallen-Pokémon mit Garstella einen gefährlichen Fressfeind. Es kann, wenn es verfolgt wird, Arme auch bewusst abwerfen, um Garstella abzulenken oder Feinde gar damit beschießen. Viele Corazon in Alola haben daher eher kurze Korallenarme. Vor langer Zeit lebten Corazon auch vor der Küste Galas in großen Kolonien. Man sagt, dass diese Spezies hier einst durch einen Meteoritenschlag ausgelöscht wurde, der seinen Lebensraum grundlegend veränderte. Die untoten Überreste bilden die Regionalform von Corazon, die dem Geistertyp angehört. Die Äste, die aus Galacorazons Körper ragen, haben keine physische Form und sind nicht imstande, es zu schützen oder anderen Schaden zuzufügen. Doch wer es achtlos mit einem Stein verwechselt und mit ihm in Berührung kommt, wird von ihm verflucht. Dann verwurzeln die geisterhaften Äste sich in seinem Opfer und sorgen ihm die Lebenskraft aus, wodurch das Gegenüber wie zu Stein erstarrt. Hat es genug Energie gesammelt, sprengt Galacorazon seine Hülle auf und entwickelt sich weiter.
Das Yodo-Corazon hat dabei keine Vorstufe und ist auch nicht dazu in der Lage, sich weiterzuentwickeln. Die seit der 8. Generation existierende Gala-Form von Corazon kann sich bei einem Levelaufstieg ab Level 38 zu Gorgason weiterentwickeln. Die Yodo-Form von Corazon nimmt dabei Viertelschaden gegen Feuerattacken, halben Schaden gegen Normal-, Eis-, Gift- und Flugattacken, doppelten Schaden gegen Elektrokampf- und Bodenattacken, sogar vierfachen Schaden gegen Pflanzenattacken und der Rest macht normalen Schaden. Bei Gala-Corazon gibt es Besonderheiten. Grundsätzlich ist es immun gegen Normal- und Kampfattacken. Besonderheiten ist, wenn der Gegner Gesichte oder Schnüffler einsetzt oder rauf Lust hat, dann wird sowohl Kampf als auch Normal zu normalem Schaden. Ansonsten machen halben Schaden Gift- und Käferattacken, Geist- und Unlichtattacken machen doppelten Schaden und der Rest macht normalen Schaden.